Er soll der neue starke Mann in Gabun werden. Nach dem Militärputsch soll General Brice Oligui Nguema am kommenden Montag als Übergangspräsident vereidigt werden. Die neuen Machthaber machten im Staatsfernsehen weiter keine Angaben dazu, wie lange der Übergangsprozess dauern soll. Die Opposition vermutet hinter dem Putsch ein abgekartetes Spiel, um den Clan des gestürzten Staatschefs Ali Bongo Ondimba an der Macht zu halten. Wir müssen die Dinge in einen Kontext stellen. Zuallererst, es ist kein Staatsstreich, es ist eine Palastrevolution. General Oligui Nguema ist der Cousin von Ali Bongo. Die Kampagne war, 60 Jahre Bongo sind genug. Der Bongo-Clan fand es notwendig, Ali Bongo zu beseitigen, um das System seiner Partei fortführen zu können. Wir wissen, wer hinter Oligui Nguema steht. Das Bongo-System lebt fort. Das Militär hatte den Staatsstreich mit einer institutionellen Krise in dem zentralafrikanischen Land begründet. Die Präsidentschaftswahl unmittelbar zuvor war von Betrugsvorwürfen und Unregelmäßigkeiten überschattet. Der Putsch wurde international scharf verurteilt. Die Afrikanische Union suspendierte Gabun aus ihren Reihen.